Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape. Gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 16. Juni 2024. Übersetzt von Emmy X. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich überlasse euch das Wort. Guten Morgen, Blossom. Und wir begrüßen jeden von euch, der beschließt, sich an diesem Tag, an diesem Gespräch zu beteiligen. Du würdest gerne wissen, wie wir das Gespräch heute weiterführen wollen? Ja, bitte. Also, wir würden uns wünschen, nur über das zu sprechen, was hilfreich ist. Es gibt Themen, die du gerne ansprechen wolltest, Blossom, aber es wäre nicht angebracht, sie jetzt zu diskutieren. Du kannst den Impuls von uns spüren, ob eine Frage für das Ganze von Nutzen sein wird oder nicht. Ja, ich glaube einfach zu wissen, wenn ihr nicht erpicht darauf seid, bestimmte Themen zu diskutieren. Dafür gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel ein geeignetes Timing, Verwirrung und das grundsätzliche Festhalten am Plan. Deshalb ist es uns heute ein Anliegen, dein Sein zu stärken, indem wir zu dir über den Fortschritt sprechen. Für viele mag es den Anschein haben, dass sich eure Welt zurückentwickelt, mit all ihrer Verrücktheit und dem unangemessenen Verhalten von vielen, insbesondere von denjenigen, die angeblich eure Länder regieren, vorgeblich zum Wohle der Menschheit. Es ist ziemlich lächerlich, wäre es nicht so eine tragische Wahrheit. Wie auch immer, so wie es scheint, ist es nicht das, was es tatsächlich ist. Wie unser lieber Freund White Cloud immer sagt, alles ist nicht so, wie es scheint. Wie anders würde jedes Land in allen Aspekten seines Bestehens sein, würde man Gier gegen Liebe austauschen? Würden diejenigen, denen die Positionen gegeben wurde, darüber zu wachen, dies auch tun, nur aus ihrem Herzen heraus, statt aus einer Position heraus zu regieren, in der sie Befehle von den Höhergestellten entgegennehmen, die nicht das beste Wohl des Landes im Herzen haben? Man fragt sich, wann sich das ändern wird. Es ändert sich, Blossom, und es ändert sich rapide. Es wird einen Sturz dieser sogenannten Staatsführer geben, mehr oder weniger massiv, und an ihre Stelle wird eine Gruppe von Seelen treten, die damit beauftragt wurde, die Menschen in eine hellere Welt zu führen. Diese Dinge sind bereits in die Wege geleitet und warten auf die Startsignale, damit alles beginnen kann. Das klingt aufregend. Das ist es auch. Es wird von diesen Seelen ehrlich zum Ausdruck gebracht, dass sie sich an die Bedürfnisse der Menschen halten und diese unterstützen. Sie sind keine Gouverneure, sie sind keine Diktatoren, sie sind eine Gruppe, die aufgrund besonderer Fähigkeiten ausgewählt wurde, dazu beizutragen, dass ein neues Verständnis des Teilens und des Austauschs zustande kommt. Es wird keine Kundgebungen und keinen Wettbewerb darum geben, welche Partei gewählt wird. Dies wird der Vergangenheit angehören. Denn es war nie eine wahrheitsgetreue Darstellung für die normalen Menschen und von den Dingen, von denen sie, die Parteien, wussten, dass es das Beste für sie, die Menschen, wäre. Doch alles, was ins Spiel kam, war bereits festgelegt, lange bevor irgendwelche Meinungsäußerungen in Betracht gezogen werden konnten. Wie ihr wisst, bin ich an Politik ungefähr so interessiert wie an der Herstellung von Brandteig. Das passt einfach nicht in mein Hirn. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie so korrupt ist, dass ich meine kostbare Zeit nicht mit solchem Gefasel verbringen will. Wenn man keine Ahnung hat, was wahr ist und was nicht. Allerdings, Blossom,
wird es zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich große Rolle in der Zukunft eures Planeten spielen, was das betrifft, wovon wir gesprochen haben, was die Wahrheiten betrifft, die verborgen waren und ans Tageslicht kommen werden, wenn Veränderungen stattgefunden haben. Denn wenn wir vom Sturz der Machthaber sprechen, dann meinen wir das auch so. Die Zukunft, von der ihr sprecht, ist so schwer vorstellbar, solange wir nicht wirklich wissen, was tatsächlich passieren wird. Beispielsweise sagt ihr den Sturz aller Machthaber voraus. Naja, hallo? Das ist gewaltig. Ja, das ist es, Blossom. Dies ist ein göttlicher Plan, der darauf abzielt, eure Welt wieder in eine Welt zu verwandeln, für die sie bestimmt war. Was ich nicht ganz verstehe ist, wenn es ein göttlicher Plan ist, warum muss dann so viel geschehen, das weit entfernt vom Göttlichen zu sein scheint? Göttlich bedeutet von Gott, falls dir das Wort Gott genehm ist. Ist es für euch genehm? Allerdings, so wie viele Worte, welche Liebe beschreiben, es spielt wirklich keine Rolle, wie man wählt, das Göttliche auszudrücken. Allerdings macht das Wissen der göttlichen Wahrheit den Unterschied aus, wie man sich auf dem Planeten fühlt, meinst du nicht auch? Weit gefehlt. Da kann ich nicht mehr zustimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben zu leben, ohne zu wissen, dass Liebe das ist, was uns alle antreibt. Zurück zu dem göttlichen Plan, der nicht immer so göttlich erscheint. Blossom, wie du weißt, wurde diesem Planeten und den Seelen auf ihm ein freier Wille gegeben, um zu sehen, wohin die Liebe sie führen könnte. Es scheint, dass sie uns in eine Güllegrube geführt hat, wenn ich ehrlich bin. Die Gier und das Verlangen derer, die sich entschieden haben, alles für sich selbst zu brauchen und zu beanspruchen, brachte die Energie des Gewesenen in eine Abwärtsspirale. Es entstand eine Welt des Schmerzes und des Leidens, wie man es nicht für möglich gehalten hätte. Als diese Energie sich in den Köpfen der leicht zu beeinflussenden Menschen festsetzte, wurde sie so mächtig, dass sie das Licht, das war, zu etwas verdunkelte, das man kaum noch sehen oder fühlen konnte. Doch wisse, das Licht kann niemals erlöschen. Es wurde offensichtlich, dass dies beendet werden musste. Viele, viele Male hat sich der Untergang der Menschheit ereignet. Das Experiment des freien Willens hat sich in seinen wahren Farben gezeigt und so wurde beschlossen, dass es auf dem Planeten Erde nicht mehr weitergehen sollte. Die Dunkelheit war so überzeugt davon, dass sie euren Planeten für alle Zeiten regieren könnte, würde, sie erkannte nicht, dass die Liebe, die reine Liebe, nicht zulassen würde, dass dies so weitergeht. So wurde der göttliche Plan entwickelt und ausgeführt, um die Wahrheit wiederherzustellen. Die vollständige Wahrheit darüber, was die Liebe ist. Einen Weg gehend, der mich verwirren wird, versuche ich es aber trotzdem. Ist es nicht die volle Wahrheit, dass die Liebe in ihrer niedrigsten Frequenz schwingend die Dunkelheit ist? Richtig, Blossom. Die Dunkelheit ist auch Liebe, denn es gibt nichts anderes in der Existenz. Und doch sprechen wir von einer Wahrheit, die sich von dem unterscheidet, was du als Wahrheit bezeichnest. Insofern, du sagst beispielsweise, ist diese und jene Geschichte wahr oder nicht wahr? Die Wahrheit, von der wir sprechen, hinsichtlich der Wahrheit in deinem Herzen ist, ein Gefühl, ein Wissen, dass die Liebe in ihrer höchsten Schwingung du bist. Die Wahrheit ist, dass du alles bist, was ist. Das kann kein, ist es wahr oder nicht, dass dies so ist, sein. Es ist. Wahrheit ist. Ist was? Liebe.
Es gibt nichts anderes. Das Gefühl der Liebe in seiner höchsten, reinsten Form ist Wahrheit. Heißt das also, dass Wahrheit ein anderes Wort für Liebe ist? Ja, das ist der Grund, warum der Körper mit einem Schauer oder einem Kribbeln oder einer Gänsehaut reagiert, wenn dein Herz etwas weiß, etwas als Wahrheit erfährt. Dies kann kein, ist es möglich, das sein, es ist. Jeder Teil deines Seins lässt dich wissen, dass dies die Wahrheit ist, denn es ist Liebe. Wir scheinen weit vom Weg abgekommen zu sein. Könnten wir darauf zurückkommen? Falls mir einfällt, was es war. Du hast gefragt, wie ein solch katastrophaler Rückgang der Energie der Liebe möglicherweise Teil eines göttlichen Plans sein könnte. Ah ja, fahrt bitte fort. Der göttliche Plan wurde in die Tat umgesetzt, um die Schwingung des Planeten zu verändern. Diese Intervention wurde beschlossen, um dies herbeizuführen. Doch die Dunkelheit wollte nicht kampflos aufgeben, nachdem sie sich dessen bewusst geworden war. Diejenigen, die daran beteiligt waren, den Planeten weiterhin im Dunkeln zu halten, glaubten nicht, dass die Dunkelheit zerstört werden könnte, denn es war ihnen so lange gelungen, mit derartigen Grausamkeiten davonzukommen. Als der göttliche Plan in Gang gesetzt wurde, wurde es sehr schnell offensichtlich, dass sie etwas hatten, worüber sie sich Sorgen machen mussten. Jetzt, in diesen Tagen, ist bekannt, dass das Licht gewonnen hat. Wir haben es schon viele, viele Male gesagt. The game is over. Das Spiel ist vorbei. Die letzten Versuche der Dunkelheit zu überleben haben keine Grundlage mehr. Sie wissen das. Dennoch sind Reste dieser Energien immer noch im Spiel. Und soweit mir bekannt ist, gibt es immer noch den Handel mit Kindern und andere Gräueltaten dieser Art. Ich würde das kaum als Überbleibsel bezeichnen. Aber es geht dem Ende entgegen. Die Pläne sind vorhanden. Solche Dinge und die Energie, die sie enthalten, werden nicht länger in der Lage sein, in diesen neuen Energien zu verweilen, die jetzt die Macht übernehmen. Es wird einfach nicht mehr möglich sein. Um deine Gefühle in dieser Angelegenheit ein wenig zu beruhigen, wenn es geht, diese Kinder und auch Erwachsene, die ein extremes Trauma erlitten haben, werden unter die Fittiche von Engeln genommen, sobald sie nach Hause zurückkehren. Es ist bekannt, dass wir uns entscheiden, zu unseren besonderen Eltern zu kommen, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln und um die Menschen um uns herum viele Dinge zu lehren. Wer würde wählen, auf die Erde zu kommen, in dem Wissen, dass er so viel zu ertragen hat? Hochgradig erleuchtete Wesen. Eine schwer zu akzeptierende Wahrheit. Liebste Blossom, wir verstehen das, denn du bist nicht in der Lage, das größere Bild von dort aus zu sehen, wo du lebst. Dennoch wären viele überrascht über die Rolle, die hochrangig erleuchtete Wesen gewählt haben, um den Wandel herbeizuführen. Bedenke, dass solche Seelen sich darüber im Klaren sind, dass sie, um solche Rollen zu erfüllen, viel von dem Licht opfern müssen, das sie sind, sobald sie in eure Welt kommen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Nur diejenigen, die über große Stärke verfügen, würden solche Opfer gegenüber ihrem eigenen Licht überhaupt in Betracht ziehen. Doch sie tun dies, um dem Ganzen zu dienen. Das ist ein Dienst der höchsten Art. Wisst ihr, manchmal ist das große Ganze einfach viel zu groß, um es zu begreifen. Ich freue mich auf die Zeit, in der ich das gesamte Bild in einem göttlichen Moment erfassen kann. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, bevor ich diese sterbliche Hülle verlasse. Ich kann warten. Blossom, mehr und mehr Akzeptanz von dem, was ist, wird jeder Einzelne erlangen,
wenn sich seine Schwingung in höhere Frequenzen bewegt, Schritt für Schritt, Stück für Stück. In diesem Sinne wisst, obwohl wir von dem Aufruhr sprechen, der noch stattfinden wird, dem unvermeidlichen Aufruhr, wenn die Wahrheiten offengelegt werden, wisst, liebste Seelen, dass euer Verständnis von mehr von dir selbst und was ist, sich in einem Tempo entfalten wird, das sehr erfreulich und aufbauend ist. Damit wird all dem zunehmenden Wahnsinn, der um dich herum vor sich geht, entgegengewirkt durch dein Licht, das dir den Weg zeigt, das dich durch diese Zeiten führt, das von der Kraft in dir kommt, die Wahrheit ist, die Liebe ist, das bist du. Erinnert euch, ihr Lieben, nichts ist so, wie es scheint. Dennoch wirst du, jeder einzelne von euch, wissen, dass du das verwirklicht, weswegen du gekommen bist. Dieses Gefühl im Inneren, das Wissen, dass du dies tust, wird der Liebe erlauben, alles zu erobern, was deiner schönen Mutter Gaia nicht mehr dient, während du, ja du, jeder Einzelne, durch jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat dazu beiträgt, sie wieder an ihren rechtmäßigen Platz zu heben. Fühle diese Wahrheit, erkenne diese Wahrheit, sei diese Wahrheit, und so ist es. Ich freue mich darauf, dies noch einmal nachzulesen. Es schienen viele kleine Rinnsale zu fließen. In Dankbarkeit, in liebevollem Dienst, ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.